So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder bei Rising World. In der Version 0.6.2, musste ich mal nach langer Zeit wieder sagen. Wir haben heute mal, ich sag jetzt mal, keine schlechten Nachrichten. Wobei, schlecht sei jetzt mal dahingestellt. Für die ganzen Leute, die auf Deus Ex Mankind Divided gewartet haben, müssen sie sich noch ein bisschen gedulden bis August 2016. Damit nicht genug, geht es weiter. Ein geistiger Amüst, ja, wer Amüst gespielt hat, also ich selber jetzt nicht. Ja, ich habe es nur immer gelesen und dachte mir, kann ich damit was anfangen? Ein Myst-Nachfolger soll kommen, ein geistiger Myst-Nachfolger. Das heißt, er darf also nicht nach dem Originalspiel Myst benannt werden, sondern anders, nämlich Obduction. Und es ist mit dem Originalkomponisten und Mitgründer von Myst. Könnt ihr mal schreiben, wie Myst war, falls ihr das Spiel kennt? Also ich weiß halt nur so von Bildern, es sah damals beeindruckend aus für mich, aber okay. What the... Wo kam jetzt auf einmal der Leck her? Ich habe nichts im Hintergrund offen. Aber okay, gut. So, hier geht es jetzt weiter. Jetzt muss ich hier nämlich einen Tunnel nach unten graben. Wegen der Röhre. Klingt komisch. Ist aber so. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, wie ich das am besten mache. Aber man muss ja auch weich landen. What? Da geht's immer noch hoch. Okay, gut. Also das haben wir schon mal. Das muss auch noch weg. Ich muss hier komplett das da alles wegmachen. Ja, und die Röhre. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Das ist ja doof. Okay, ich kann jetzt hier gleich schon ansetzen. So ist es nicht. Aber... okay. Ja, wie gesagt, ein Myst-Nachfolger. Und ganz im Ernst, finde ich cool. Finde ich, hat was. So, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen weiter runter. Ich brauche da auch noch für unten irgendwie sowas wie Wände. Und brauche da auch noch eine Leiter. Oh yeah, das wird interessant. Gut. Hallo Schweinchen. Wo war ich? So, dann jetzt etwas, was mich ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht ganz so positiv stimmt, obwohl ich ein totaler, mega, hammermäßiger Star Wars Fan bin und man mir immer noch keine Tipps gegeben hat, wie ich meine Frau überzeugen kann, dass sie mir die Star Wars Sachen holen kann. Kann ich sagen, Disney möchte Star Wars ausschlachten. Disney möchte so viele Filme bis in die Unendlichkeit für Star Wars planen, sodass jedes Jahr, so wie bei den Avengers und so weiter, immer ein neuer Teil erscheint. Disney, ernsthaft? Och Mann, muss das denn sein? Tja, nun haben wir das Problem. Disney wird sich ganz sicher nicht aufhalten lassen. Von daher, ja, muss man jetzt damit einfach mal leben. So, falls ich jetzt die falschen Steine genommen habe, ist nicht schlimm, ist Untergrund. Kann ruhig ein bisschen anders aussehen. Ja, also wie gesagt, bis 2019 sind alle Star Wars Filme geplant. Oh, ja, ist kleiner. Ups. Also bis 2019 sind alle Star Wars Filme geplant und alles, was danach kommt, 2020 vielleicht noch das dritte Spin-Off, steht noch in der Schwebe. Also, mit Vorsicht die ganze Info genießen. Disney möchte es natürlich noch nicht offiziell bekannt geben, weil man möchte ja jetzt auch nicht sagen, dass man versucht, mit allem Geld zu machen, ne? Wobei, welcher Konzern möchte das nicht? Sind wir mal ehrlich. So, dann, ob man es glaubt oder nicht, hat Electronic Arts sich zu dem Statement geäußert bezüglich, ey, passt mal auf, wir haben so viele DLCs verkauft, ja? Und hinterher oder hinterrück sagen sie dann zu den DLCs, ja, wir wollen ja eigentlich keine DLCs, die Leute, die wollen ja lieber das Spiel und ja, DLCs sind eigentlich gar nicht unser Sinn und DLCs und DLCs und Electronic Arts, kommt, seid ruhig, ja.
Klar, wenn man das jetzt mit Activision Blizzard vergleicht und beispielsweise Call of Duty, müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Ist wohl einfach Fakt, dass Activision Blizzard da noch tiefer in die Tasche greift von den ganzen lieben netten Spielern. Ja, da gibt es ja wirklich für jedes Level 1,99 kann man sich da mal ein Level holen und dann, ja, freut euch mal, ihr habt ein Level gekauft. Und es gibt Leute, die machen das. Also, ne? Es ist jetzt mal fraglich, ne? Aber okay, gut. Naja, und dann geht es jetzt weiter, wenn wir schon bei Activision Blizzard sind. Blizzard hat jetzt gesagt, warum? Warum wollen wir keine Abozahlen mehr bekannt geben? Dazu hat sich Blizzard jetzt geäußert und hat gesagt, passt mal auf, das liegt daran, dass man halt das Spiel nicht mehr an den Abozahlen messen kann, weil die Aktivität ist immer noch hoch, ja, und die Leute haben wahrscheinlich jetzt dann erst gerafft, ja, die, Sekunde, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, 8 Millionen Spieler haben jetzt erst gerafft, oh verdammt, ich habe ja noch einen WoW-Account, den ich die ganze Zeit bezahle. Mhm, Blizzard, mal ganz im Ernst, das wollt ihr uns Spielern verkaufen? Na gut, ich kauf's euch ab. Ich kenne wirklich Spieler, ach, ich zahle jetzt schon, ich habe keinen Bock weiterzuspielen, wo ich mir auch so denke, Junge, das ist Geld, das du sparen kannst. Ja, egal, ich hab's ja. Hab ich dieses Wort geliebt mit dem ich hab's ja. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, in welche... jetzt habe ich voll den Fehler gemacht. Okay, gut, also in diese Richtung... Upsa. In diese Richtung muss ich bauen. Mit der richtigen Waffe. Mit dem richtigen Werkzeug. Ja, jetzt mal ernsthaft. Ist das nicht ein bisschen sehr weit hergeholt von Blizzard, dass sie da sagen, oh, alles easy, yeah. Alles voll easy going. Ja, also, ja klar, es gibt eine gewisse Teilnehmeranzahl, die immer da ist. Und da sieht man auch zum Beispiel bei uns auf dem TS, haben wir auch immer regelmäßig Raids. Und an dieser Stelle auch Grüße an die ganzen Leute da aus dem Raid. Ich hoffe immer, ihr habt euren Spaß, selbst wenn euer Hexenmeister. Selbst wenn euer Priester, Schattenpriester, Troplay nicht dabei ist, ersatzweise Heiler. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass ich so schnell zurückkehren werde. Selbst wenn World of Warcraft Legends mich mehr anspricht als bisher alle anderen WoW-Erweiterungen. Aber wisst ihr, da müsste ich meine Let's Plays aufgeben, müsste dann diverse andere Sachen dann... Nee, das kann ich einfach nicht. Von daher, von dem her, sage ich dann in dem Augenblick, es tut mir leid, ich werde nicht zu WoW zurückkehren. Naja. Aber wir waren ja vorhin bei DLCs stehen geblieben und Electronic Arts. Und bei Electronic Arts ist ja jetzt auch kurz vor Release Star Wars Battlefront. Natürlich ein Spiel, wo ich selber sagen würde, shut up and take my money. Ja? Dann sehe ich aber, ja, ich weiß, es sind wieder diese blöden Vorurteile. Und lasst mich doch. Wenn ich dann aber sehe Electronic Arts, dann denke ich mir, wisst ihr was, so dringend ist es gar nicht. Weil, muss man nicht weiter drauf rumreiten, es ist halt dann nicht so meine Sache, ne? So, schön und gut. Also ich werde es mir halt dann nicht holen. Selbst wenn ich es gerne wollen würde, ich werde es mir nicht holen. Wenn ich es geschenkt bekomme. Was? Tja, gut, so viel dazu. Ansonsten war jetzt nichts, was spielemäßig Großartiges. Ich habe Deus Ex erwähnt, ja, ich habe eigentlich soweit alles erwähnt. Aktuell bei Saturn gibt es die Aktion für die Nintendo-Spieler 3 zum Preis von 2, beziehungsweise halt, nimm dir 3 und zahle 2. Und dann wird das dritte, natürlich das günstigste, kostenlos. Juhu! Wohlgemerkt im Online-Shop von dem Saturn. Und ihr könnt sogar vorbestellte Spiele nehmen. Ja? Also ihr könnt jetzt schon beispielsweise Star Fox Zero holen für, ich glaube, 39 Euro waren es. Ist eigentlich schon ein Schnäppchen.
Animal Crossing Festival oder Animal Crossing Festival, Amiibo Festival, glaube ich, heißt es sogar. The Legend of Zelda Twilight Princess HD ist zwar mit enthalten, ist aber schon ausverkauft. Die Collectors Edition wohlgemerkt, ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine normale Edition geben wird. Muss ich jetzt ganz ehrlich passen, aber es ist ja auch erstmal, glaube ich, nicht weiter von Bedeutung. Ja, abschließend bleibt dann nur noch zu sagen, was ich sonst noch sagen kann, nämlich ein neuer Tomb Raider Film wird kommen. Genau. Ein neuer Tomb Raider Film wird kommen, ob Angelina Jolie da in die Rolle treten wird oder ob wir wieder eine neue Lara Croft sehen werden. Das sei mal dahingestellt, ja. Aber sie haben einen neuen Regisseur gefunden und wollen einen neuen Tomb Raider produzieren. Jetzt mal ganz im Ernst, ja. Ich weiß, das klingt ein bisschen doof, ja. Und ich bin auch nicht der größte Fan von Angelina Jolie, ja. Aber soll das enden wie bei Spider-Man? Um es mal so zu sagen, wollen wir wieder zigtausendmal die Schauspieler wechseln? Oder wird sie doch wieder ihre Stunts selber machen? Die gute Angelina, oder die Brangelina, sagt man ja auch umgangssprachlich. Keine Ahnung. Boah, verdammt, brauche ich noch mehr Stein? Das ist eine gute Frage, oder? Könntet ihr euch jedenfalls jemand anderen vorstellen? Beispielsweise, wer werden jetzt noch gut? Wie ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre Daisy Ridley, die ja den Hauptdarsteller in Star Wars spielt. Oder die Hauptdarstellerin. Bloß, ich glaube, sie hat ihren Terminplaner bis 2019 sehr gut voll. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann machen wird, ist sehr gering, aber aktuell, was ich an schauspielerischer Leistung so von ihr weiß, ist sie wirklich eine sehr gute Schauspielerin. An der Stelle auch wirklich ein großes Lob an J.J. Abrams, dass er da die entsprechende Person gecastet hat, selbst wenn man sich das so gar nicht vorgestellt hatte. Okay, dann hat noch der gute alte Michael Pachter. Manche kennen ihn, den Analysten, der jedem Unternehmen irgendwann mal das Ende voraussagt, und das Unternehmen gibt es immer noch. Er hat es schon Sony vorausgesagt, er hat schon Microsoft vorausgesagt und auch schon in Genüge Nintendo. Ja? Und er ist jetzt wieder zurück mit einer Show. Pachters, ich glaube Prognose oder so. Oder Pachters Factor, genau. Pachters Factor, wo er dann auf Themen eingeht, wie auch auf die neue Konsole von Nintendo, die NX. Und was sagt er dann natürlich? Wenn Nintendo nicht eine Kompatibilität zu den anderen Systemen herstellt, dass die Portierung einfacher wird, dann werden die Drittanbieter wegbleiben und Nintendo wird nichts verkaufen. Schön, dass du das sagst. Ja, der Meinung sind viele andere auch. Verkaufen werden sie. Sie könnten es sich sogar leisten. Man weiß aber eigentlich schon durch viele Entwickler, dass sie dafür entwickeln. Jetzt sei die Frage, wartet ganz kurz, das neue Final Fantasy wird darauf portiert. Heißt also, die Kompatibilität zwischen Xbox, PC, PS4 und Wii U ist also da. Herr Pachter, haben Sie Ihre Hausaufgaben nicht gemacht? Finde ich ganz komisch. Genauso finde ich auch komisch, dass er nichts zu den aktuellen Zahlen sagt, weil mittlerweile kann man, selbst wenn die Wii U gerade nicht der Burner-Erfolg war, ja, kann man bei 10 Millionen Einheiten, klar, wie gesagt, jetzt nicht der Erfolg, den man sich gewünscht hätte, aber von einem Erfolg ausgehen, denn es wurde verkauft. 10 Millionen. Klar, sie haben immer noch Minus gemacht, aber auch hier wieder bedenken, Minus gemacht, ja richtig, die Spiele sind das Wichtige. Und davon hat Nintendo wirklich fast immer, boah, ich würde sagen, 50% der jeweiligen Spiele verkauft. Was an Konsolen draußen ist, fast. Ich glaube, es sind Super Mario Kart, Smash Brothers, Splatoon hat sich auch noch sehr gut verkauft. Und ja, wie auch in der vorletzten Folge gesagt, Game of the Year, Super Mario Maker. Warum renne ich denn jetzt dahin? Ist zwar auch ein Killer, aber trotzdem, es war irgendwie der falsche. Super Mario Maker hat sich ja auch, verkauft sich ja auch wie geschnitten Brot. Und da kann ich auch sagen, ein Kollege von mir, der bedankt sich fast schon regelmäßig, dass ich ihm das Spiel empfohlen habe, und der kommt gar nicht mehr davon weg. Wenn er einmal davor sitzt, dann fupp, was? Hey, Junge, du hast geheiratet, du bist ein Leck. Aber das ist ja nicht so weiter schlimm, dieser kleine Leck.
dieser kleine Riesenleck, wo der jetzt auch schon wieder herkommt. Ich kann es jetzt gerade mal wieder nicht erklären. Machen wir nochmal schnell Licht an. Ich möchte jedenfalls sagen, ich brauche immer noch eure Hilfe zu dem letzten Video. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, willst du doch Vorschläge haben? Oder die Frauen unter euch? Da muss es doch jemanden geben, der mir einen Vorschlag geben kann. Ah. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.